Servus und herzlich willkommen zu einem Let's Show. Ein Let's Show habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Dieses Mal geht es um Titan Quest. Aber nicht nur um Titan Quest, sondern um die Anniversary Edition, die neu rausgekommen ist. Es ist nichts anderes als die Neuauflage vom guten alten Titan Quest. Ein abgerundetes, abgeschliffenes, einfach perfektioniertes Titan Quest. Damals ist der Entwickler ja pleite gegangen und diverse Fanpatches waren nötig, um das Spiel überhaupt so zum Laufen zu bringen, wie es eigentlich gedacht war. Also es gab nicht wirklich Abstürze oder was, aber einige Fähigkeiten haben zum Beispiel gar nicht funktioniert und das war schon sehr ärgerlich. Also diese Fanpatches sind inkludiert, es sind Grafikverbesserungen, Balance-Schliffe passiert, der Skilltree und generell alles wurde einfach überarbeitet. Und ja. Es ist einfach ein super Hack and Slay, was soll man da noch sagen? Damals haben es einige Leute als Diablo 2 Killer bezeichnet. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich kenne Diablo 2 nicht. Oh Gott, shame on me! Ja, ich habe es nie gespielt, es hat mich nie interessiert. Doch irgendwann kam Titan Quest raus und da habe ich mir gedacht, scheiße, ich habe jetzt Urbock auf das. Zudem, das Szenario, das Titan Quest bedient, oder durch Titan Quest bedient wird, ist der Mythologie gewidmet und alles, was es so zu bieten hat oder was man zumindest so kennt. Also die griechische Mythologie, die ägyptische und die chinesische. Chinesisch, da hört es bei mir zum Beispiel schon auf, aber okay. Ist nicht schlecht geworden. Das Ganze inkludiert natürlich auch das damalige Addon, Immortal Throne. Ein sehr gelungenes Addon und ja, passt einfach perfekt zusammen. Man muss sich hier nicht mehr rumärgern, was damals nicht funktioniert hat. Bei mir zum Beispiel auch. Danke nochmal, das Charakter importieren. Den nimmt man jetzt natürlich einfach mit, geht durch so ein Portal und schwuppdiwupps fängt man im Addon an und kann weiterspielen. Ich möchte bei diesem Let's Show alles herzeigen, was nur geht. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ich möchte also herzeigen, wie schauen die Gebiete aus, durch die man die vier Akte durchreist. Wie funktioniert die Charakterentwicklung? Wie funktioniert das Spiel einfach? Ja, also Hack and Slay, ich meine, da braucht man einfach nicht mehr so viel erklären, aber ich möchte einfach das Spiel herzeigen. Und an dieser Stelle natürlich, dieses Video widme ich einem sehr, sehr guten Freund von mir, einem meiner besten Freunde. Ich erwähne absichtlich nicht deinen Namen, du weißt, dass du gemeint bist. Grüße! und in diesem Sinne lege ich einfach mal los. Es ist ungeschnitten, ich werde das einfach mal grob zusammenfilmen, was ich hier so herzeigen möchte. Titan Quest spielen. Ich habe über die letzten Stunden, ich möchte die Zahl nicht aussprechen, ich habe sehr viele Stunden verbraten in dem Spiel, leider wieder, diverse Charakter erstellt und nur einen habe ich mir im Endeffekt wirklich hochgezüchtet und aufgehoben, weil er mir am besten gefiel. Das ist der Templar. Zu Deutsch Templär, also wie der normale Templer geschrieben, ist ein sehr guter Charakter und ich habe noch einen zweiten begonnen vor kurzer Zeit, sieht man auch am Level, der ist erst Stufe 13, das ist der Brigand, also der Bandit. Ist mehr oder weniger die Damage-Dealer-Klasse schlechthin, da kann mich die Klasse Assassine an meinem Banditen-Arsch lecken. Entschuldigung, auf jeden Fall werde ich den Templar nehmen, weil mit dem habe ich schon längst durchgespielt und bin schon im epischen Spieldurchlauf. Es gibt hier normal, episch und legendär. Man muss auf normal beginnen, kann dann episch dadurch freischalten, wenn man es durchspielt und da wiederum legendär freischalten, wenn man es durchspielt. Die Unterschiede sind recht knackig. Von normal auf episch ist noch kein großer Unterschied, aber von episch auf legendär ist es ein Riesensprung. Ich war noch nie auf legendär, gebe ich zu, aber ich weiß es. Es ist zum Beispiel so, dass allein schon alle Resistenzen, die der Charakter hat, auf episch und legendär jeweils um weitere 40% gesenkt werden. Von Haus aus. Ja, super, oder? Das heißt, mit der Ausrüstung, mit der super dicken Ausrüstung, die beste, die man finden konnte auf normal, braucht man legendär zum Beispiel gar nicht mehr antreten. Da hat man dann wahrscheinlich von Haus aus minus 30, minus 40, weil es sich nicht mehr ausgeht. Egal. Auf jeden Fall haben die Gegner dann auch sehr viele Resistenzen und sind viel stärker und tödlicher und ja, von den Bossen will ich glaube ich gar nicht erst anfangen. Da gibt es auf normal schon etliche, die mir am Arsch gingen. Aber man macht sie gerne, weil sie lassen auch was droppen. So, wir legen einfach los. Ich habe mehr als genug gequatscht. Und
Habe ich jetzt episch oder normal angeklickt? Ich habe jetzt nicht mehr geschaut, das werden wir aber gleich sehen. Zur Not kommt ungeschnitten mit rein, die Rückkehr ins Hauptmenü und das Neuladen. Und ich glaube, ich bin da wirklich auf episch, oder? Ui, das ruckelt. Warum ruckelt denn das so? Komisch. Schauen wir mal. Oh ja, ich kann schon alles bereisen. Das ist also der normale Schwierigkeitsgrad. Ja, auf den Olymp kann ich leider nicht reisen. Man kann ja wohl vermuten, dass das das Ende des Hauptspiels ist. Am Olymp erwartet einen auf dieser Arena. So schaut das nämlich auch wirklich aus, ungefähr. Der Endboss des Hauptspiels. Und im Hades schließlich erwartet einen am Schluss im Hades-Palast. In Hades-Palast. Hades höchstpersönlich, yeah! Okay. Wo fange ich an? Ich denke mal, ich werde zuerst die Gebiete herzeigen, die man so durchreist. Wir sind hier zufällig sogar gleich im allerersten Dorf. Warum, werdet ihr euch fragen? Ich habe mit dem Charakter, kurz bevor ich den Brigand neu begonnen habe, hier Gegenstände gekauft, die sich der Brigand dann am Anfang noch nie leisten könnte, die aber für seine Stufe dann schon ausrüstbar wären. Einfach starke Sachen gekauft und habe die dann diesem Typen hier gegeben. Das ist die mehr oder weniger Bank, so nennt man es, glaube ich, in WoW zumindest. Keine Ahnung, wie der Fachausdruck ist. Wurscht, auf jeden Fall so eine Kiste, auf die man in jeder Stadt, wo so ein Typ steht, zugreifen kann. Ah, und jetzt hört ihr gerade das Blubbern meines Waschbeckens in der Küche, denn mein Geschirrspüler rennt. Damit müsst ihr einfach vorlieb nehmen. Ja, in dieser Kiste, die kann man erweitern, solange man lustig ist, solange man das Geld hat. In dem Fall kann ich es mir eigentlich locker flockig leisten. Und, okay, da hört es einen Schnauf, weiter kann man es nicht machen. Ja, hier kann man alles zwischenlagern, was man so findet und nicht braucht, aber auch nicht unbedingt hergeben und verkaufen will. Das lagert man einfach hier im normalen Stauraum. Diese blauen Items zum Beispiel sind Uniques oder Set-Items. Die grünen sind seltene Items, die sind manchmal sogar besser als die Uniques oder Set-Items. Und warum, erkläre ich dann später noch. Und ja, das lagert man hier einfach dazwischen. Und dann gibt es noch den Übergabebereich. Hier kann ich nicht nur mit dem Charakter in dieser Welt drauf zugreifen, sondern mit allen anderen Charakteren, die ich jemals spiele in diesem Spiel. Sprich, ich habe mit dem also die Sachen gekauft für meinen neuen frischen Brigand, habe das Zeug hier in den Übergabebereich gestopft und habe es mit dem Brigand gleich am Anfang da mal rausgenommen. Ich finde, das ist kein richtiges Cheaten, vor allem weil es am Anfang nicht wirklich was ausmacht. Zudem, im späteren Spielverlauf ist das noch viel, viel intelligenter, sich da zum Beispiel einen seltenen Speer, den ich finde, der stark ist, mit dem fange ich mit der Klasse einfach nichts an, mit einem Speer. Den haue ich dann da in den Übergabebereich und mein Brigand auf ungefähr gleicher Stufe freut sich den Haxen aus, weil der Speer für Banditen einfach das A und O ist. Ja, so viel dazu. Ich werde die Items jetzt gleich mal durchgehen, denke ich, weil die hier gerade so schön gesammelt sind. Das ist eine kleine Sammlung. Ich habe leider viel zu spät begonnen, diese Essenzen zu sammeln. Die werden immer wieder mal von Gegnern gedroppt, sind mehr oder weniger Erweiterungen für Rüstungen, Relikte, Amulette, Ringe und Waffen und Schilde. Also für alle möglichen Ausrüstungsgegenstände gibt es Erweiterungen. Es steht auch immer dabei, was man erweitern kann. Manchmal ist es zum Beispiel nur ein Amulett, manchmal sind es alle Rüstungsgegenstände und so weiter. Und die bieten dann diverse Boni. Von diesen Essenzen braucht man immer 3 Stück. Ein einzelnes sieht zum Beispiel so aus. Ja, Essenz von Archimedes Spiegel. Da steht dann irgendein hübscher Text und dann, was es bringt, 4% Wahrscheinlichkeit für 100% Schadensreflexion. Kann nur Schilde verzaubern. In dem Fall habe ich aber einen uniken Schild und könnte das gar nicht tun. Und das ist auch der Grund, was ich vorher meinte, dass die grünen Gegenstände oft stärker sind als die blauen, weil ab grün abwärts kann man erst mit Relikten aufwerten, mit Essenzen. Und bei blauen ist das nicht möglich. Deshalb finde ich die grünen einfach besser, weil sie an sich schon fast so gut sind wie die blauen von den ganzen Attributen, die sie oft bieten, von den Zusatz-Buffs. Und dann eben noch zusätzlich eine Essenz meiner Wahl platziert werden kann. Sollte man sich hier mal verklicken, ist das überhaupt kein Problem. Ich reise jetzt einfach mal zur ersten richtigen Stadt, nach Delphi.
über diese Schnellreiseportale, die es in jeder Stadt gibt übrigens. Um auch das gleich abzudecken, man kann sich auch unterwegs, wenn man mitten in der Wildnis ist und das Inventar quillt mal wieder über, macht man einfach mit der Taste L, das mit dem Portal schnell ein Portal auf, das kann man beliebig oft machen, braucht keine Energie, keine Schriftrolle, kann gar nichts, geht da rein und kann dann auch so schnell reisen, wie man will und dann auch wieder zum Portal zurückreisen, daher. Okay, denn hier in Delphi zum Beispiel steht, wo ist er denn da? Steht so ein Verzauberer herum. Formeln zum Erfüllen oder Relikte zum Zerschlagen? Ja, den kann ich dann ansprechen und kann meine Gegenstände zum Beispiel von ihren Artefakten befreien. Ich entscheide mich dann zwischen Gegenstand zurückgewinnen oder Artefakt zurückgewinnen. Bei jeweils dem anderen wird der andere Gegenstand zerstört. Sprich, ich möchte zum Beispiel in meinen Fonoi oder wie man ausspricht, diese coole Axt, die ich hier habe, möchte ich einen anderen Relikt, ein anderes Relikt einpflanzen, weil ich 3 von einem stärkeren gefunden habe. Dann gebe ich die Waffe da rein, sage Gegenstand zurückgewinnen, der Relikt wird vernichtet und die Waffe kommt wieder frei zurück und ja, wartet hungrig auf neue Verzauberungen. Umgekehrt ist auch möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bessere Waffe finde, eine unglaublich super tolle und ich bin der Meinung, das Relikt ist einzigartig, weil es hat auch immer zufällige Vervollständigungsboni. In dem Fall zum Beispiel 5% Wahrscheinlichkeit für 3 Sekunden Lähmung, was schon ziemlich gut ist. Dann nehme ich einfach das Relikt raus, zerstöre diese Waffe und gebe es in die neue, bessere Waffe und habe, ja, unterm Strich dann eine deutlich, deutlich bessere Waffe. Alles klar. Ich hoffe, das war nicht zu schnell und nicht zu kompliziert. Wenn nicht, könnt ihr mich ja fragen in den Kommentaren. Was gibt's noch? Ja, es gibt in jeder Stadt Händler, später 2 Sorten. Der eine hier ist zum Beispiel ein Arkanist, nennt sich der. Der verkauft magische Gegenstände. Bei dem finden wir also in erster Linie Ausrüstung für Magier. Aber auch für alle anderen Charaktere gibt's hier tolle Sachen, nämlich in den allgemeinen Gegenständen. Ringe und Amulette. Ringe können wir 2 ausrüsten, Amulett nur eines. Und alle bieten verschiedenste Boni, da kann man sich natürlich ewig spielen und ewig mal durchlesen oder immer wieder das Spiel neu laden und schauen, was hat er jetzt im Angebot. Das ändert sich nämlich bei jedem Tageswechsel und bei jedem Spielstand neu laden ändert sich das Angebot der Händler. Reise möglichst weit. Aber Magier ist, muss ich ehrlich sagen, nicht mein Fall. Das sind sogenannte, im Fachjargon genannte Glass Cannons. Glaskanonen, sprich, sie hauen Damage raus wie irre manchmal, aber sind einfach zerbrechlich wie ein Glas. Sie sind echt schwach und deshalb kann ich sie nicht leiden. So, und dann hätten wir noch den normalen Händler, der, ja, halt doch dein Maul. Der verkauft Rüstungen, die schwersten Rüstungen, die es so gibt im Lande und die schwersten Waffen für Nahkämpfer oder Bogenschützen. Hier kriegt man also alles andere, was Magier nicht so gerne haben. Und dafür gibt es hier keine Ringe und Amulette zu kaufen, nur popelige Heiltränke und Energietränke, aber die findet man eh wie Sand am Meer. Ja, hier kaufe ich also sehr gerne ein mit diesem Charakter, denn ich bin ein sogenannter Tank, ein Nahkampf-Viech. Viel Glück! Es gibt noch bessere Tanks, also ganz, ganz reine klassische Tanks, schauen noch besser aus als ich, aber ich habe so eine Art, wie möchte man es nennen, Hybrid erschaffen. Also es ist nicht wirklich ein Hybrid, aber ich nenne ihn einfach gerne Tank, weil er einfach im Nahkampf viel besser ist. Einfach 3-mal sagen. Auf jeden Fall zeige ich jetzt gleich mal die Charakterentwicklung und das Ganze her. Es ist nicht komplex, also nicht kompliziert, sagen wir so, nicht sehr umfangreich und das Ganze finde ich super, weil es einfach sehr zugänglich und sehr einfach zu verstehen ist. Bei jedem Levelaufstieg erhalten wir erstmal 2 Attributpunkte. Die können wir investieren in die folgenden 5 Dinge: Gesundheit, Energie, Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit. Gesundheit und Energie, damit fange ich mal an. In diese 2 Dinge wird eigentlich so gut wie nie investiert. Also ich habe keinen einzigen Punkt noch in eins von beiden gestopft. Dafür sind die Attributpunkte meiner Meinung nach viel zu wertvoll. Gesundheit steigt sowieso andauernd an mit jedem Levelaufstieg, mit jedem Skillpoint, den man im Skilltree vergibt. Das werde ich gleich noch herzeigen im Anschluss.
Und ja, braucht man nicht und man hat immer genug Gesundheit. Man sieht hier mit 340, was gar nicht stimmt, mit 300 habe ich gestartet. Habe ich im Endeffekt also schon 3490 Gesundheit dazu erhalten, einfach so durchs Skillen. Ja? Wenn ich noch Ausrüstung finde, die meine Gesundheit erhöht, wird das auch noch erhöht. Also braucht man echt nicht. Energie ist so eine Sache, man kann maximal 2 bis 3 Punkte, würde ich sagen, investieren, aber auch wirklich nur dann, wenn man merkt, okay, die Energie, die man übrigens nur zum Zaubern braucht oder für andere Fähigkeiten, wird mir immer wieder zu knapp und ich brauche dauernd Energietränke. Ja, dann in Gottes Namen tut man halt da 1, 2 Punkte rein und sie wird dauerhaft erhöht. Aber jetzt kommen wir zu den 3 Hauptfertigkeiten. Stärke, Intelligenz und Geschicklichkeit. Ganz kurz zusammengefasst, Stärke ist für die physische Präsenz, also für die reinen Tanks, die fette Rüstungen tragen wollen und starke, schwere Streitkolben schwingen. Erhöht auch den physischen Schaden, steht ja auch schön dabei. Intelligenz erhöht den Elementschaden, steht da, Lebenskraftschaden und Energieregenerationsrate. Mit anderen Worten, ihr seht es hier auch an meiner Verteilung. Ich weiß nicht, warum die Intelligenz gestiegen ist, wahrscheinlich durch meine zweite Klasse, die ich gewählt habe. Wodurch ich eben dieses unter Anführungsstrichen Hybrid verwendet habe als Bezeichnung. Die Intelligenz ist eigentlich nur für Magier und ich habe da keinen einzigen Punkt investiert. Ist also völlig sinnfrei. Ihr seht ja eh, in Stärke habe ich am meisten investiert für den Hau drauf. Intelligenz erhöht also den Elementschaden und ist für Magier das A und O. Die Magier achten auf Stärke und Geschicklichkeit dann so gut wie überhaupt nicht. Auf Stärke sowieso gar nicht. Geschicklichkeit ist im Endeffekt für alle Charaktere nicht unerlässlich. Für den Brigand zum Beispiel sehr, sehr wichtig, den ich als zweiten Charakter gerade entwickle. Der erhöht die Angriffsqualität, Verteidigungsqualität, Gift, Blutungs- und Durchschlagschäden. Gehen wir das ganz kurz durch. Angriffs- und Verteidigungsqualität sind im Endeffekt nur reine Zahlen, die besagen, wie gut ich Angreifen eventuell entgegen ausweichen kann oder sie an mir sogar verpuffen, beziehungsweise wie gut die Gegner meinen Angriffen ausweichen können. Das war's im Endeffekt. Also wenn ich eine hohe Angriffsqualität habe und der Gegner eine niedrige Verteidigungsqualität, wird jeder meiner Schläge sitzen. Schaut das Ganze umgekehrt aus, so werde ich sehr oft daneben hauen und das ist nicht gerade sehr toll. Also Angriffsqualität und Verteidigungsqualität, das sieht man im sekundären Fenster. Was habe ich denn da zum Beispiel? 222 Angriffsqualität und 278 Verteidigungsqualität. Ja, es gibt da so Statistiken, die besagen, hey, in Legendary solltest du schon an 6700 sein bei beiden oder hey, da solltest du so und so viel haben, aber ich habe keine Ahnung, was die Zahlen bedeuten. Es sind einfach nur reine Zahlen, die nicht wirklich was hergeben. Ich kann nicht sagen, was die genau jetzt bewirken. Ja, also meine Vermutung ist, wenn der Gegner jetzt Verteidigungsqualität 222 hat, was genau meiner Angriffsqualität entspricht, dann treffe ich vielleicht noch jedes Mal. Keine Ahnung. Ist also nicht so unglaublich wichtig, aber auf keinen Fall sollte man es außer Acht lassen. Und Gift, Blutungs- und Durchschlagschäden, da sind wir jetzt beim Banditen daheim, denn der vergiftet gerne, der lässt gerne Blutungsschäden entstehen und er steht vor allem auf Durchschlagschäden. Und Durchschlagschäden machen im Endeffekt nur 3 Waffen, nämlich Speere, Pfeil und Bogen oder Kurzschwerter oder Messer. Alles in dieser Richtung, ja, Messer, Schwerter, diese Dinger. Im Endeffekt kämpfen mit einem Banditen dann mit Speer und Schild, so wie es ich mache. Und ja, der hat auch diverse Skills, mit denen er den Durchschlagschaden weiter erhöht. Der ist extra so geskillt, dass er alles auf den Durchschlagschaden setzt. Und der braucht dementsprechend auch hohe Geschicklichkeit, zum Beispiel auch um Speere tragen zu dürfen überhaupt. Also starke Speere erfordern dann schon eine sehr hohe Geschicklichkeit und wenn man auf die nicht achtet, dann oh je. Gut. In diese 3 investiert man also die Attributpunkte bei jedem Levelaufstieg. Das war jetzt sehr ausführlich erklärt. Hier hat man noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Dinge. Durchschnittlicher Schaden, also pro Zuschlagen quasi, die Angriffsgeschwindigkeit und Schaden pro Sekunde, was wohl das meiste ist, was man, was? Nochmal.
Und Schaden pro Sekunde, wo man wohl am öftesten hinschaut. So, das wollte ich eigentlich sagen. Denn der ist ja am ausschlaggebendsten, wie stark man den Gegner töten kann, würde ich mal behaupten. Dann hat man noch die Gesamtrüstung unter der Verteidigungsrubrik. Kann man sich schon anzeigen lassen, woher die Rüstung stammt und wie viele Punkte es sind. Meine sind schon 584, das ist für Level 43 ja nicht so schlecht. Könnte ein bisschen besser sein, aber ich habe einfach keine zu tollen Uniques gefunden. Ich bin zufrieden mit dem, was ich so habe. Die Blockwahrscheinlichkeit und der abgeblockte Schaden sind zwei Dinge, die nur dann auftauchen in Zahlen über 0, wenn man einen Schild tragen kann und auch trägt. In dem Fall ist das, was? Phylacterion. Und man sieht es eigentlich auch am Schild selber, also das ist ein bisschen unnütz, da habe ich nie hergeschaut in die Statistik, da gehe ich mit der Maus über den Schild und lese mir das dort gleich durch. Hat 23% Wahrscheinlichkeit, so und so viel Schaden abzublocken und macht so und so viel Schaden. Und ja, der Schaden, den er verursacht, wird durch einen Skill verursacht. Und jetzt, tolle Überleitung, gehen wir endlich in den Skilltree. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich glaube, ich werde das noch am Anfang... wir machen das anders, passt auf. Ich werde da jetzt kurz nochmal ins Hauptmenü spazieren. Was gehe ich eigentlich da rein? Wir hauen uns kurz ins Hauptmenü. Und Überraschung, wir machen jetzt Bernhard einen neuen Charakter drauf geschissen. Das geht ganz, ganz schnell, keine Sorge, wir nennen den jetzt einfach nur Test. Machen gleich einen weiblichen Charakter draus, damit ihr das auch gleich seht. Also so ist die Charaktererstellung erstmal. Man wählt erst nur Mann oder Frau und die Farbe seines Gewands. Dann nehmen wir einfach weiß wie die Unschuld und erstellen diese Frau und gehen auf Start. Dann kommt eine wunderschöne Intro-Sequenz, die ich überspringe. Und man fängt in dem Dorf an, was wir gerade gesehen haben. Ja, ist eigentlich ganz gut, da seht ihr das auch mal. Da gibt es noch so ein Tutorial, das brauche ich in dem Fall nicht mehr. Es hilft ganz okay für Leute, die wirklich gar nicht wissen, was ein Hack and Slay ist und was sie da tun. Ah ja, da muss ich vorher leider die noch kaputt hauen. Das ist mehr oder weniger der erste Feindkontakt. Hier wird ein Pferd attackiert und wir sollen hier die Gegner totklicken. Und der Typ ist ganz erfreut, dass wir sein Pferd gerettet haben, aber den spreche ich nicht an, sonst müsst ihr euch die Ohren abschneiden. So, ihr könnt's mal kämpfen, ich gehe mal weiter. Das hier sind übrigens Checkpoints, die Heilbrunnen, Brunnen der Wiedergeburt, nennen sie sich hier. Und ich weiß nicht, warum das Spiel so ruckelt, wahrscheinlich wegen der Aufnahme. Ist ein bisschen unflüssig hier, na egal. Hier gibt's die erste Quest, aber was ich eigentlich herzeigen will, ist, ist das Skill-Fenster, das heißt, ich muss ein Level aufsteigen. Ich spule jetzt schnell vor und wir sehen uns gleich wieder. Hallo, Fremde. Unsere Bauern sind verschreckt. So, da, herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt nur ein paar Satyren kaputtgeschlagen. Man sieht hier noch die Endkämpfe quasi und sind jetzt ein Level aufgestiegen. Und jetzt kann ich endlich das Skillsystem herzeigen und den ganzen Skilltree-Chars. Positiv natürlich. So schaut das aus. Man beginnt erstmal mit einer Meisterschaft. Auf Level 8. Wählt man eine zweite Meisterschaft hinzu und das war's dann. Das war's im Sinne von, man hat sich entschieden, welche Meisterschaften man verwenden will, welche zwei. So viel auch zu den Möglichkeiten, ich bin jetzt zu faul zu rechnen und glaube ich auch ein bisschen zu blöd dafür. Ihr habt hier also 9 Stück und es gehen immer zwei zusammen, man kann sie beliebig kombinieren. Rechnet euch also die Wahrscheinlichkeiten aus, wie oft ihr was kombinieren könnt und so viele Charakterklassen gibt es dann im Spiel. Das müssten so um die irgendwas zwischen 30 und 40 wohl sein. Und ja, die unterscheiden sich auch relativ stark. Ich meine, ein Tank ist ein Tank, wuhu. Aber ja, wenn man jetzt zum Beispiel Gaunerei nimmt und Verteidigung, ist das schon mal was ganz anderes, als wenn man Gaunerei und Kriegsführung nimmt zum Beispiel. Es spielt sich deutlich anders, es ist schwieriger mit Kriegsführung und Gaunerei zum Beispiel, weil einem einfach die Defensivfähigkeiten fehlen. Dafür teilt man besser aus. Ja? Ich kann jetzt da mal überall ganz kurz reinschnuppern und euch sagen, was welche Meisterschaft bietet, damit ihr auch den Skilltree endlich seht. Trommelwirbel bitte! Wir fangen mit Sturm an. Im Endeffekt sieht das überall so aus. Links habt ihr den sogenannten Thermometer, nennt ihn die Community zumindest.
ja, von mir aus, obwohl hier keine Temperatur gemessen wird, auf jeden Fall, kann man hier die Skillpunkte mal investieren. Man erhält pro Level nicht nur die 2 Attributpunkte, sondern auch 3 Skillpunkte. Man kann sie hier im Thermometer investieren und nach diese Fähigkeiten freischalten, die auf der Ebene des Thermometers liegen. Machen wir das einfach einmal. So, einen Skillpunkt zum Beispiel habe ich schon die ersten Fähigkeiten. Diese viereckigen Fähigkeiten sind entweder temporäre Fähigkeiten oder anhaltende. Man muss sie so oder so aber immer auslösen. Wenn sie anhaltend sind, steht da zum Beispiel wie beim Sturmnimbus, genau, ist eine gute Idee, eine Energiekosten, wie auch immer, pro Sekunde. Das heißt, solange das aktiviert ist, und es kann unendlich aktiviert bleiben, wird mir eine Energie pro Sekunde abgezogen. Und 75 Energie reserviert steht da ganz unten vor der grünen Schrift. Das bedeutet, 75 Energie werden hier ebenfalls dauerhaft abgezogen, solange das aktiv ist. Und wenn ich hier weitergehe im Thermometer, was ich jetzt nicht kann, weil ich zu wenig Punkte habe, komme ich hier zum Beispiel auf Stufe 4 und kann mir diesen Sturmnimbus dann noch verstärken, mit dem Frostherz zum Beispiel. Macht mehr Kälte- und Frostbrandschaden und so weiter, bla bla bla. Zusammenfassend also, es gibt diese Fähigkeiten, die temporär oder dauerhaft wirken, die man zaubern muss. Und dann gibt es noch, haben wir da bei Sturm überhaupt etwas? Tatsächlich nicht, okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Wo gibt es eine dauerhafte, zum Beispiel bei Erde. Gehen wir da nochmal rein, weil Erde und Sturm ist eigentlich fast dasselbe. Wir haben hier zum Beispiel da oben Feuerverstärkung. Das ist ein permanenter Bonus, den man nicht zaubern braucht, sondern das ist ein passiver Skill. Der bleibt also immer, sobald man da Skillpunkte reinstopft, werden die Boni sofort aktiviert und bleiben auch da. Ja, und das war's auch schon. Diese zwei Arten von Skills gibt es und es gibt viele verschiedene. Hier zum Beispiel bei der Erde könnte ich mich entscheiden, möchte ich einen ganz brutalen Nahkämpfer spielen, dann werde ich eher in den Erdzauber investieren und den voll ausbauen, weil er meine Waffen verstärkt. Und werde hier vielleicht noch zusätzlich, was weiß ich, da oben den Feuerschaden verbessern. Werde hier noch was zum, ich nenne es immer gern Panic-Button, also einen Panikknopf. Das kann man drücken, wenn man umzingelt wird und so gut wie tot, dann kann man das schnell drücken und man wird in dem Fall zum Beispiel für ein paar Sekunden unverwundbar, bewegungsunfähig, angriffsunfähig, aber auch geheilt. Das ist ein guter Panikbutton zum Beispiel. Ja, dann gibt es hier zum Beispiel noch den typischen Feuerball mit einigen Verstärkungen, sodass er auch im Endgame noch einigermaßen stark ist. Es gibt hier die Eruption, die meiner Meinung nach noch viel stärker ist. Da schießt quasi aus dem Boden ein kleiner Geysir, ein kleiner Vulkan und ja, macht alles platt. Erde und Sturm sind im Endeffekt die zwei Magierfähigkeiten schlechthin. Wer also einen reinen Magier spielen will, hat eigentlich fast keine andere Möglichkeit, außer Sturm und Erde zu kombinieren. Das sind die beiden Damage-Dealer schlechthin im Sinne von Zaubern. Und ja, wenn man da in Sturm und Erde zum Beispiel allein schon die Skillpunkte in den Thermometer stopft, dann werden auch die Intelligenzpunkte zum Beispiel automatisch immer weiter erhöht. Und zusätzlich kann ich noch meine Attributpunkte in Intelligenz stopfen. Das heißt, ein Magier ist eigentlich die einfachste Klasse, wo man wenigstens nachdenken muss. Man stopft einfach alles in Intelligenz, was geht, holt sich Intelligenz-Buffs noch dazu vielleicht oder Elementarschaden-Buffs und zaubert drauf los, dass die Fetzen fliegen. So sieht das also aus. Ich kann hier übrigens diese Meisterschaft, die ich da und wieder rufe und so weiter, kann ich nur machen, solange ich in dem Fenster noch drin bin. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, okay, ich nehme den Sturm, nehme dann hier den Sturm Nimbus und danke, tschüss, dann habe ich mich entschieden. Dann kann ich zumindest die Meisterschaft nicht mehr widerrufen. Die Skillpunkte jedoch können wir jederzeit widerrufen und das ist ganz fantastisch und das zeige ich aber mit dem Templar dann nochmal her. So, dann hätten wir Kriegsführung. Ich möchte mich da jetzt nicht zu lange mit allem aufhalten. Das ist im Endeffekt für Tanks, die gerne draufhauen wollen, also für physischen Schaden mit Nahkampfwaffen ist die Kriegsführung geeignet. Für mehr eigentlich oder für was anderes eigentlich nicht.
Es gibt schöne Buffs wie zum Beispiel den Ansturm, wo man stehen bleibt und je länger man drauf haut ohne Pause, desto stärker haut man drauf. Man kann, was einzigartig ist, hier zum Beispiel den doppelten Einsatz skillen. Da gibt es auch viele Skills, die noch dazukommen zu dieser Fähigkeit. Hat dann am Ende ungefähr 20 oder 22% Benutzungswahrscheinlichkeit und das erlaubt einem zwei Nahkampfwaffen zu tragen, so wie am Bild zum Beispiel, zwei Schwerter oder zwei, was auch immer ihr wollt. Nur mit Speeren geht es zum Beispiel nicht. Ja, und immer wieder bei manchen Schlägen haut er dann ganz schnell mit beiden gleichzeitig zu und das ist fantastisch, vor allem wenn das komplett hochgeskillt ist hier alles. Das sind dann zum Beispiel die richtigen Damage-Dealer, die drauf scheißen, was sie an Schaden fressen. Die wollen einfach nur einen brutalen Tank spielen, der alles ganz schnell killt, bevor er gekillt wird und gehen dann auf doppelten Einsatz. Dual Wielding. So, die Kriegsführung ist also für den physischen Nahkampfschaden und so weiter. Geist. Geist ist im Endeffekt weder was für Magier, noch was für Nahkämpfer, noch was für, weiß ich nicht, es ist für alle gleich gut. Also nichts Spezifisches. Es ist mehr oder weniger eine Meisterschaft zum Abrunden. Es gibt viele Buffs und Debuffs für Gegner. Also Buffs für sich selber, Debuffs für den Gegner. Wie zum Beispiel die... Ist das die Todesstrahlung? Nö, wo war denn das? Irgendwo gibt es da so eine Aura. Ja, ich glaube, es war doch die Todesstrahlung. Ja, ist eh die Todesstrahlung. Das ist zum Beispiel ein Debuff, ein ordentlicher. Ja, man kann sich auch, wenn man sich dazu entscheidet, zum Beispiel einen Magier zu spielen, kann man vielleicht als zweites doch Geist nehmen und kann sich hier zum Beispiel einen Leichenkönig erforschen, mit Skillpunkten und komplett ausbauen. Der frisst auch sehr viele Skillpunkte, ist quasi ein Pet. Es gibt diverse Pets, habe auch ganz vergessen, es gibt bei Erde zum Beispiel den sehr saustarken Kernbewohner, der für Magier meines Erachtens nach Pflicht ist. Der ist einfach ein Bombentank, also ein Wahnsinns-Nahkampfviech und kann immer wieder beschworen werden, wenn er stirbt. Und das ist ja genau das, was dem Magier fehlt. Ein Nahkampf-Hau drauf. Noch dazu hat er die Fähigkeit Provozieren. Das heißt, er lenkt alle Gegner mit der Zeit auf sich und man kann als Magier gemütlich aus der Ferne die Zauber reinwirken. Es gibt nämlich auch kein Friendly Fire. Ja, Geist ist also eine Supporter-Meisterschaft, so nenne ich es gern. Die nächste Support-Meisterschaft ist Träume. Hier gibt es ganz, ganz viele Skills, die unterstützend wirken. Allen voran die drei Trance-Fähigkeiten hier links. Man kann sich leider immer nur für eine Trance gleichzeitig entscheiden, die aktiv ist zumindest. Mein Favorit ist tatsächlich die Trance der Genesung, weil ich eher ein Survivor bin, anstatt ein rücksichtsloser Hau drauf, Leroy Jenkins. Da bin ich lieber ein defensiver Charakter, der bisschen öfter drauf hat und den Gegner dann eben tötet. Die Ausnahme bildet eben der Brigand, darum will ich ihn auch probieren und darum habe ich ihn auch als zweiten Charakter jetzt gelassen. Ja, es gibt hier einen starken Nahkampfskill zum Beispiel für die Tanks als Support. Und es gibt hier zum Beispiel mit der Realitätsstörung einen starken Flächenzauber, der für Magier viel besser ist. Ich habe zum Beispiel beides genommen als Templer, denn, Überraschung, Templer besteht aus Traum und Verteidigung. Und zur Verteidigung schauen wir dann am Schluss nochmal. Ja, bei den Träumen gibt es dann noch mehr zu sagen. Im Endeffekt ist es also eine Supportmeisterschaft, die doch sehr vielseitig ist. Also man wird nie alles erforschen, man kann sich schön aussuchen, okay, mit der Klasse brauche ich das, mit der Klasse brauche ich das. Hat also für alle was zu bieten und irgendwie, ja, manche sagen, Traum ist vielleicht sogar immer Pflicht. Könnte man vielleicht zustimmen. Naja, je nachdem wie man will. Gaunerei! Gaunerei wird von vielen schon jeher als die schlechteste Meisterschaft bezeichnet. Ich kann es absolut nicht verstehen. Denn wenn man sie richtig kombiniert mit einer anderen Meisterschaft und auch gut skillt, kriegt man hier zum Beispiel einen der stärksten Nahkampf-Skills oder, na, das kann man sogar mit Pfeil und Bogen wirken, einen der stärksten Skills überhaupt, das ist Todesschlag. Man macht hier mit einem Schlag so sau viel Schaden, dass es möglich ist, mit dem Brigand zum Beispiel, mit diesem Todesschlag,
Wenn man wirklich alles perfekt hat und einen Debuff gewirkt hat und einen Buff auf sich selber und eine perfekte Ausrüstung hat und alles ausgeskillt hat, was nur geht auf Durchschlagschaden, dann ist es möglich, mit dem Todesschlag selbst die stärksten Bosse zu one-hitten. Ja, also die Gaunermeisterschaft ist zum Beispiel eine Hälfte der Brigand-Klasse, weil sie eben zum Beispiel mit Klingenschärfen den Durchschlagsschaden enorm erhöht. Das ist eine der perversesten Fähigkeiten für Durchschlagsschaden. Und eben der Todesschlag, man sieht es ja auch, macht plus so und so viel Prozent physischen Schaden und plus so und so viel Durchschlagsschaden. Und das zweite ist so ausschlaggebend. Also wenn man den Durchschlagsschaden schon ganz Hochhaus wolkenkratzermäßig geskillt und gebufft hat und dann noch einen Todesschlag ausübt, dann gute Nacht. Dann fliegen die Gegner nur so durch die Luft. Zudem ist der Todesschlag relativ schnell wieder aufgeladen. Ich glaube so, ich müsste schätzen, 12 Sekunden vielleicht. Das dauert nicht so lang. Kann halt nur ein Ziel angreifen. So, ja, der Schurke ist auch sehr, ist auch ein Meister des Vergiftens. Wer also auf Gift steht, sollte auch den Schurken bevorzugen. Und auch der Blutungsschäden. Also auch wer auf Blutungsschäden steht oder gleich Blutung und Gift zusammen, sollte den Schurken wählen. Also die Gaunerei. Ich sage immer gern Schurke, weil Gaunerei klingt so komisch. Er hat auch einen Flächenschaden zum Beispiel mit der Giftgasbombe. Also der Schurke ist nicht schlecht. Er ist halt rein auf Damage-Dealen ausgelegt. Das sieht man eigentlich bei jedem Skill. Gibt es irgendeinen, der nicht auf Damage aus ist? Ja, vielleicht die Erweiterung, die oberste Erweiterung der Giftwaffe tatsächlich. Die verwirrt Gegner zum Beispiel. Oder die Giftgasbombe macht später keinen Schaden mehr fast und verlangsamt die Gegner für 6 Sekunden. Oder das Blitzpulver gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit für Verwirrung und für Dodge, also dass man Angriffen ausweicht. Ja, also Schurkenmeisterschaft ist auf jeden Fall cool, man sollte sie nur nicht falsch verwenden und mit irgendwas zusammen werfen mit einer Meisterschaft, was gar nicht passt, wie zum Beispiel, was würde mir da einfallen, Erde oder Sturm zum Beispiel. So, es gibt noch die Jagd. Die Jagd ist ganz im Sinne des Speers und von Pfeil und Bogen. Wer also diese zwei Waffen verwenden möchte, und zwar ausschließlich, der ist bei der Jagd Gold richtig. Es gibt diverse Skills, die den Durchschlagsschaden erhöhen. Es gibt einen sehr, sehr tollen Debuff, den keine andere Klasse hat, was dem Gegner physischen Widerstand und Durchschlagswiderstand abzieht für ein paar Sekunden. Und ihr dürft jetzt dreimal raten, ob das die zweite Meisterschaft ist des Brigand. Richtig, ist sie. Zusammen mit dem Brigand hat man also mit zwei Meisterschaften so sau viele Buffs für den Durchschlagsschaden, dass das einfach nur pervers ist, habe ich schon erwähnt. Man kann sich entscheiden, ist man eher der Speerkämpfer, also der Tank- und Nahkämpfer, oder will man als Schützenkönig, als Bogenschütze arbeiten. Beides funktioniert gleich gut. Man kann sich je nach Stil hier hochskillen. Wer auf Bogenschützen steht, wird den Schützenkönig komplett ausskillen. Wer auf Speerkämpfer steht, wird ja eher entweder gar nicht skillen oder am Anfang vielleicht diese Speerattacke, die nicht so schlecht ist, aber später wird sie ziemlich scheiße, wie ich finde. Ja, und wer den Bogenschützen spielt, ist beim Schurken ebenfalls dann richtig als Brigand zum Beispiel, weil der Schurke noch Bolzenfallen hat, die habe ich vorher nicht hergezeigt. Die kann er einfach platzieren und diese Fallen schießen dann von selbstständig, bis sie ja zerstört werden, so kleine Bolzen auf die Feinde, macht ziemlich guten Durchschlagsschaden auch. Und die Fallen profitieren auch von den Buffs. Also, ja, unglaublich einfach. Und auch als Jäger kann man schon alleine Bogenschütze spielen, denn es gibt den Monsterköder in der Jagdmeisterschaft, den kann man platzieren und auch mit Sprengsätzen dann später bestücken. Und der lenkt die Gegner auch mit Provozieren auf sich, so wie der Kernbewohner in der Erdmeisterschaft. Und man kann als Bogenschütze gemütlich aus der Ferne mitwirken und draufhauen. Ja, das ist die Jagd. Wer also auf Durchschlagsschaden steht oder generell auf Speere und Pfeil und Bogen, ist hier genau richtig. Dann gibt's Natur. Ich muss leider Armutszeugnis sagen, ich weiß bei Natur so gut wie gar nichts, weil ich es nie verwendet habe. Ich finde, das ist die schwächste Meisterschaft, muss ich gestehen. Es ist nicht die Gaunerei,
Es ist die Naturmeisterschaft. Man hat hier zwar angeblich einen tollen Debuff. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da, Seuche. Das ist angeblich ein toller Debuff. Macht ein bisschen Giftschaden. Ganz wenig. Reduzierung der Lebenskraft des Feindes. Reduzierter physischer Schaden. Also mehr oder weniger verkrüppelt er den Feind ein bisschen. Reduziert physischen Widerstand und Elementwiderstand. Okay, ja. Man kann sich noch eine Nymphe herbeibeschwören. Die dürfte ganz nett sein. Man kann sich am Anfang auch ein paar Wölfe, ein Wolfsrudel herbeibeschwören. Das ist am Anfang sogar OP, habe ich gelesen. Später dann aber sehr scheiße. Deshalb hat es mich auch nie interessiert. Und es gibt dann halt naturgemäß, also das ist mehr oder weniger auch eine Support-Meisterschaft. Gar keine Frage. Allein mit Natur kommt man, glaube ich, nicht weit. Es gibt also diverse Heilzauber, wie zum Beispiel hier, Lebensgewinn. Ja, und viel mehr weiß ich auch nicht. Das ist also mehr oder weniger für die Healer da draußen, die gerne ihre, die gerne Buffs verwenden, Heilzauber und den Gegner ein bisschen debuffen wollen und gleichzeitig auch gerne auf Pets setzen, also auf diese Begleiter. Ja, war nie mein Fall. Ich habe als Magier auch schon ungern den Kernbeschwörer, den Kernbewohner. Kernbeschwörer, den Kernbewohner gespielt. Ist einfach nicht mein Spielstil. Und wir kommen schließlich zur Verteidigung. Verteidigung am Bild schwer, also leicht zu erkennen, ist für Leute, die gerne mit einem Schild im Nahkampf arbeiten wollen und auch gerne, ja, defensiv den Charakter ausrichten wollen. Es gibt diverse Buffs für den Schild, es gibt diverse passive Fähigkeiten, so viel wie vielleicht in keiner anderen Meisterschaft. Das sind gleich 5 an der Zahl. Oder sind es noch mehr? Ah, nö, 5 müssten es sein. Na, da gibt es noch einen. Es sind tatsächlich 6. Und die bevorzugen eigentlich alle den Schild, bis auf Umgang mit Rüstungen und Adrenalin und Erschütterungshieb. Okay, nur die Hälfte. nämlich diese drei hier, die bevorzugen den Schild ganz gewaltig und zwar in der offensiven Ausrichtung. Da gibt es bei allen dreien jeweils eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass man bei jedem Schlag gleichzeitig mit dem Schild zuschlägt und dann diverse Debuffs und mehr Schaden beim Gegner verursacht für ein paar Sekunden. Zum Beispiel Fähigkeitenstörung, drei Feinde gleichzeitig auch, reduzierte Angriffsqualität gleich um die Hälfte, Angriffsverlangsamung um die Hälfte, reduzierte Verteidigungsqualität um die Hälfte. Das ist einfach fantastisch und für einen Nahkämpfer, der gern mit Schild arbeitet, vielleicht sogar so cool, dass es gar nicht mehr missen möchte. Es gibt in der Verteidigungsmeisterschaft dann eben diverse Buffs, die die Rüstung erhöhen, die die Blockwahrscheinlichkeit erhöhen, die den Cooldown senken vom Schild, dass er öfter blocken kann, wenn man umzingelt wird zum Beispiel. Hat viele temporäre Buffs. Und mein absoluter Favorit, die Kolossform. Und die werde ich dann jetzt mit dem Templer noch herzeigen. Da wird man riesengroß. Kann sich also dem Endboss quasi Auge in Auge gegenüberstehen, auf Augenhöhe. Und das ist leider auch nur temporär und hat einen enorm langen Cooldown. Ich glaube 6 Minuten oder so. Gibt aber für diese kurze Zeit enorme Buffs. Man wird nicht nur groß, sondern man wird dementsprechend auch viel stärker. Man hat zum Beispiel von Haus aus mit einem Punkt 30% Schadensabsorption. Das soll nichts heißen als 30% des Schadens werden komplett ignoriert, der an dir verursacht wird. Man hat die Hälfte mehr physischen Schaden, 30% mehr Stärke und 30% mehr Leben. Und die Stärke wiederum erhöht nochmal den physischen Schaden. Also es ist verdammt gut für Tanks und einfach, ja, genial. Wenn man noch dazu in der Kolossform dann eine Spezialattacke ausführt, zum Beispiel, was wir bei der Gaunerei hatten, den Lethal Strike, also den Todesschlag, dann geht die Post ab. Junge, Junge. So, das wären also alle Charakterklassen. Das habe ich lange und breit viel zu lange erklärt. Und wir machen jetzt weiter. Wir gehen zurück zum Templer. Und ich zeige noch ein bisschen die Spielmechanik her. Den kann ich mal löschen gleich wieder, den Testcharakter. Okay, der lässt sich nicht löschen. Das ist leider immer noch ein kleiner Bug. Der ist nicht weiter störend, aber er ist leider noch da trotzdem. Man kann Charaktere, wenn man sie gleich erstellt hat, in derselben Spielsitzung nicht löschen.
Erst beim Neuanstieg ins Spiel kann man den dann zum Beispiel löschen. Ist halt ein bisschen nervig, aber ja Gott, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Stichwort Oblivion und Steuerung nicht gespeichert bis zum nächsten Spielantritt. Ah, furchtbar. Okay, wir gehen jetzt wieder zum Templer. Und ich kann ja zum Beispiel ganz stolz die Kolossform herzeigen, während ich beispielsweise einen Boss bekämpfe. Davor könnte ich ja einfach das Gameplay herzeigen, einfach ein bisschen die Spielmechanik. Ja, wir sind jetzt hier am Anfang, die Gegner haben ein Level, mit dem sie mir hoffnungslos unterlegen sind. Da habe ich als Level 1 Charakter begonnen. Das heißt, die können hier fröhlich auf mich einschlagen. Wie man hier sieht, sterben sie sogar dabei, weil ich dürfte irgendwas mit Schadensvergeltung haben. Weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich nachschauen. Ein Schild vielleicht? Na? Da? Nein. Während das Wildschwein an mir sich die Zähne ausbeißt, im wahrsten Sinne. Ist ja wurscht, irgendwo ist eine Schadensvergeltung dann drauf. Das ist zum Beispiel, dass bei jedem Treffer die Wahrscheinlichkeit besteht. Und da sieht man, wie die Gegner umeinander fliegen, wenn man einen viel zu hohen Damage-Output hat für den Gegner. Also, wenn quasi ein Schlag von mir ausreichen würde, um ihn fünfmal zu one-hitten, dann schaut das so aus. Und die Gegner sammeln es einfach nur durch die Gegend. Sie lernen das Fliegen. Ziemlich lustig. Ja, so sind halt die ersten Schritte durch die Welt. Da bekämpft man am Anfang wirklich nur diese Satyren hier. Die geben in dem Fall natürlich auch schon lange keine Erfahrungspunkte mehr für mich. Und diese Krähen und Wildschweine. Hält sich relativ lang leider. Aber es wechselt. Und zwar mit der Location wechseln auch die Gegner, die vorkommen. Wir werden jetzt einfach mal direkt nach Ägypten reisen. Wir waren jetzt die ganze Zeit nur in Griechenland. Schauen wir einfach gleich in die erste Stadt, Rakotis. Schauen wir uns das mal an. Denn ja, typisch zum Beispiel für Griechenland sind die Satyren. Medusen kommen noch vor. Medusa könnte vielleicht der ein oder andere von euch sogar wirklich noch kennen. Diese soll man es Schlange nennen? Nennen wir es einfach mal Schlange, die. Oder dieses mythische Wesen, was einen zu Stein erstarren lässt, wenn man ihr in die Augen sieht. Hier gibt es dann zum Beispiel Schakale in Ägypten. Alles ganz nett. Ja, ich habe hier natürlich auch den Flächenzauber, den kann ich auch noch herzeigen eigentlich. Das sieht dann so aus. Und macht alles in Umkreis von 8 Meter kaputt. Ja, im Wesentlichen ist die ganze Welt, das werde ich auch nochmal herzeigen hier, die können mir eh nichts. Man kann sich eine Map aufrufen, alles was man schon erkundet hat, ist hier natürlich schon schwarz-weiß angezeigt. Ist relativ linear gehalten, also man sieht es hier, wenn ich da so durchschaue, man kann sich eigentlich nirgends verirren und es gibt dennoch genug zu entdecken. Das hier zum Beispiel ist alles linear, wie man hier sieht, aber hier ist zum Beispiel ein Abstecher in eine riesige Tempelanlage möglich gewesen, in eine zweite auch noch. Ich hätte aber auch einfach hier unten gerade weiterlaufen können zu meinem nächsten Questziel. Mainquest. So, die sind alle tot. Gegenstände. Da gibt es einen Filter. Man kann filtern zwischen, wo war das? Kaputten Gegenständen. Da sieht man dann wirklich den ganzen Scheiß, den nicht mal ein Anfänger aufheben würde. Zwischen normalen Gegenständen, also häufigen. Das sind die mit der weißen Schrift und alles darüber. Also alles darüber wird auch angezeigt. Dann kann man filtern nach seltenen oder ja brauchbaren Gegenständen. Das sind die Tränke, das ist Gold, das sind solche Kisten hier zum Beispiel, die man immer wieder mal looten kann. Da ist auch Gold drin und diverse andere zufällige Sachen. Und dann kann man noch filtern nach seltenen oder darüber quasi. Da zeigen dann, werden dann nur noch grüne Gegenstände, blaue und ich glaube lila gibt es dann noch angezeigt. Ganz, ganz selten gibt es übrigens auch noch arkane Formeln. Und jetzt, wo ich das erwähne, habe ich was vergessen herzuzeigen. Haha! Schleicht's euch mal. Ich gehe einfach mal nach Memphis. Ich glaube, da gibt es so einen Verzauberer wieder. Und dann greife ich einfach nochmal in meine Kiste, wenn da so ein Typ herumsteht. So, da ist mal der Verzauberer. Wo ist die Kiste? Ist irgendwo die Kiste? Nein?
Das ist aber blöd. Das ist äußerst eigenartig. Warum gibt es hier keinen Kistenmann? Keinen Kistenmann! Scheiße! Oh ja, da hinten gibt's ihn. Sehe dich. So. Ich kann das für dich tragen. Beim Kistenmann habe ich nämlich mittlerweile noch zwei arkane Formeln aufgehoben. Arkane Formeln sind äußerst selten, die droppen ganz selten mal. Das sieht man auch an der Farbe vielleicht, dieses Türkise da. Die benötigen drei vervollständigte Relikte meistens. Das sind also jeweils dann wieder drei Essenzen, die zusammengefügt wurden. Ja, und das ergibt das Relikt. Also drei, im Endeffekt neun Essenzen braucht man für eine Anfängerformel, die ein paar Buffs gibt. Und wenn man das alles hat, kann man mit der Arkanenformel und den Zutaten zum Verzauberer laufen und sich diese Artefakte, diese wertvollen, schmieden oder zaubern. Und die kann man dann ausrüsten in diesem Slot hier. Ja. Die bringen alle unterschiedliche Boni. Man sieht auch schon vorher natürlich an der Formel, welches Artefakt rauskommen wird und was das alles bringen wird. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist es so, dass man dann im epischen Schwierigkeitsgrad epische Formeln findet. Dafür braucht man wiederum drei normale Artefakte, also drei von diesen hier. Und im legendären, wer hätte es erraten, braucht man dann drei epische Artefakte, um ein legendäres Artefakt craften zu können. Also das ist schon unfassbar, wenn man das aufrechnet, was für eine Sammelpflicht da dahinter steht, wie viel Scheiße man eigentlich finden muss. Scheiße, das klang cool, um mal sowas zusammen zu craften, ja. Und es lohnt sich aber auch wirklich, also die geben durchaus Buffs, die sehr toll sind. Die scharfe Klaue zum Beispiel ist wie geschaffen für meinen Brigand. Warum habe ich die da eigentlich noch drin? Die hätte ich schon längst rausnehmen sollen mit dem Brigand. Naja. Da hat man zum Beispiel plus 5% Durchschlagsschaden, nochmal 15% Durchschlagsschaden, Wahrscheinlichkeit für Durchschlagsvergeltung, also bei jedem Treffer kann der Gegner Durchschlagsschaden abkriegen. Und Angriffsgeschwindigkeit ist erhöht und physischer Schaden ist erhöht und noch mehr Schaden und eineinhalbfacher Schaden gegen Untote. Also ein sehr starkes Artefakt eigentlich für einen Brigand. Und ja, das wollte ich nur noch herzeigen, weil ich es vergessen habe. Man kann sich also diese Artefakte craften und ist dann ganz froh, dass man diese Formel und die Gegenstände zusammen hat. Da gibt man dann die Formel rein, hier die Gegenstände und dann geht man auf Artefakt anfertigen. So. Ich denke, ich werde jetzt tatsächlich mal einen Bossfight machen und zwar als krönenden Abschluss. Vorher zeige ich noch ganz schnell her, also ihr habt jetzt Ägypten gesehen, das schaut fast immer gleich aus, also es ist halt Wüste, was soll man sonst in Ägypten auch großartig an Szenarios machen. Es gibt diverse Pyramiden, Tempelanlagen und so weiter, so alles typisch. In Griechenland gibt es dann eher häufig die Höhlen oder ja auch Tempelanlagen, aber eben nicht ägyptisch angehaucht, sondern da stehen dann halt nicht Sarkophage drin rum. Ist das die Mehrzahl? Ich hoffe. Stehen nicht Sarkophage drin rum, die man plündern kann, oder so Gräber, sondern einfach nur normale Schreine oder sowas. Im Orient sieht das Ganze wieder anders aus. Das ist sehr, sehr dschungelmäßig, würde ich mal meinen. Ich kann ja mal zu einem der bekanntesten Schauplätze, so nenne ich es mal, reisen. Das ist nämlich die chinesische Mauer. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt richtig bin. Nein, da bin ich nicht richtig. Gehen wir noch... Ja, genau. Ich trottel, da steht eh große Mauer. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Wie lange dauert das Let's Show eigentlich schon? Das muss ja schon sehr lang sein. Ich hoffe, ihr verzagt nicht schon längst. Ich schau mal auf die Map. Die Mauer ist da hinten. Ja, genau. Hier sieht man es schön. Ist nur ein ganz kurzer Abschnitt leider, aber wie ich finde, eine sehr nette Idee. Ich gehe da einfach mal hin. Hier könnten sogar noch Gegner vorkommen, die mich in einer starken Überzahl vielleicht sogar übermannen können. Aber kein Problem, den machen wir einfach kaputt. Da sieht man schon, die halten auch schon diesen Flächenschaden ein bisschen aus. Diese Anführer sind sowieso immer die grauslichsten. Ja, die Gegner-Spawns sind übrigens zufälliger Natur. Es kann vorkommen, dass nur diese schwachen Tigerchen herumstehen. Es kann vorkommen, dass eine Heldenversion dieser Monster auf einmal mittendrin steht. Die ist dann besonders mächtig und killt einen schnell. Es kann vorkommen, dass zum Beispiel
ein Anführer und ein Heldenmonster drinstehen. Die Anführer, da haben wir schon Heldenmonster. Na, schau an. Dragonerheld, aber du bist viel zu schwach für mich schon mit deinem Level. Wie man sieht, der macht keinen Schaden an mir. Noch dazu habe ich nicht mal meine Genesungstrance aktiviert. Das werde ich gleich mal machen. Zack. Permanente Gesundheitsregeneration und Schadensreflexion. Ja, hier zum Beispiel ist die große Mauer. Und ich finde es einfach ganz nett, ja, muss ich schon sagen. Ich finde es äußerst nett, dass hier die Mauer steht. Warum? Weiß ich nicht. Warum ist jetzt, weiß ich auch nicht. Ich finde es einfach nett. Ja, so schaut es halt in China aus. Zur Story möchte ich nicht wirklich was sagen, weil es gibt auch nicht viel zu sagen. Überraschung, die Titanen oder ein Titan wird freigesetzt, um die Götter besiegen zu können. Und es gibt sogenannte Telkine. Habe ich vorher zum Beispiel noch nie gehört. Die warten am jede... nochmal. Die warten am Ende jedes Aktes, also einmal nach Griechenland, einmal nach Ägypten, einmal nach dem Orient, auf einen. Und schließlich gelangt man dann zum Olymp, wo der freigesetzte Titan am Schluss auf einen wartet. Wie der aussieht, wie er heißt und so weiter, möchte ich ehrlich gesagt nicht spoilern. Warum? Weil es schon ein ziemlicher Brocken ist und ich möchte ihn einfach nicht herzeigen. Ich frage mich nur gerade, welchen Gegner ich herzeigen möchte. Vielleicht tatsächlich Hades höchstpersönlich? Gibt es wenigstens noch eine Herausforderung, weil da bin ich erst vor kurzem gewesen. Das heißt, da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht so schnell sterbe. Und kann auch noch herzeigen, wie es im Hades zumindest großteils aussieht. Wer jetzt also den letzten Abschnitt des Spiels überhaupt, nämlich Hades Palast, nicht sehen will, keine Angst, es ist nicht so spektakulär, der sollte jetzt vielleicht nicht weiterschauen. Aber tut mir leid, ich gehe da jetzt rein. Und mein lieber Freund, ja, du bist angesprochen. Ich sag deinen Namen immer noch nicht. Du weißt genau, dass dir der Spoiler wurscht ist. Was war denn das für ein Satz? Ich wollte sagen, dass du mir mitgeteilt, dass dir die Spoiler egal sind, deshalb mache ich das jetzt einfach. Das Problem ist nur, merke ich gerade, das ist ein ziemlich langer Weg, weil ich ja den letzten Checkpoint nicht mehr inne habe. Ja gut, ich möchte auch nicht den allerletzten Endboss spoilern. Was mache ich denn da eigentlich? Das ist eine blöde Idee. Welchen Bossfight, zu welchem Boss gelange ich schnell? Ah, natürlich. Ich zeige jetzt einfach mal den Boss von Ägypten her. Den Telkin von Ägypten. Der ist nicht so spektakulär und da weiß ich genau, wo er ist und bin schnell dort. Weil den habe ich auch oft und lang genug gefarmt, um tolle Gegenstände von ihm zu bekommen. Hier zum Beispiel, das habe ich auch noch nicht erwähnt, die ganzen Übergänge sind fließend. Also es gibt gar keine Ladepausen oder Ladebildschirme. Man geht da rein und zack, ist man im Tempel zum Beispiel. Aber gut, die Welt ist jetzt nicht so unfassbar Open World oder riesig, dass das ja anders gerechtfertigt wäre, glaube ich. Aber es ist echt angenehm. Ja, da sind noch so Dämonen, die mir an den Pelz wollen. Kisten und so mache ich deshalb hier nicht mehr auf, weil sich der Loot da drinnen gar nicht mehr für mich lohnt. Das ist schon alles viel zu schwach. Man sieht hier ja, diese Geräte haben sogar noch Level 40, aber die normalen Zombies hier zum Beispiel, ja, Zombies gibt es auch, klassisch, und Skelette, haben hier Level, ja, 25 bis 30. Und ich habe Level 43, das ist schon ein Hammerunterschied. So. Aber der Telkine selbst könnte noch ein bisschen was aushalten von mir tatsächlich. Ja, dann gibt es hier zum Beispiel auch so wandelnde Statuen, belebte Konstruktionen nennen sie sich als Klasse. Die haben so altbekannte Sphinx-Gesichter. Finde ich echt nett. Und zerbröckeln so wunderschön. Ohne ein Mondmäh. Oder die Bröckel, die Brocken fliegen einfach durch die Gegend, weil ich schon viel zu stark bin. Gold kann man immer brauchen. So, und hier ist schon der Telkine hinter dieser Tür. Tja, man hört ihn schon. Der spricht ganz komisch. Das ist die Boss-Arena und hier ist der Telkine. Und ich bin, naja, wie man sieht, mein Schaden ist gar nicht mal so hoch.
an dem Telkinen. Da zaubert er zum Beispiel solche komischen Hitzestrahlen runter. Und jetzt mache ich mich einfach mal groß, oder? Kolossform! Yeah. Das sieht man, ich bin gleich deutlich schneller und meine Angriffe machen deutlich mehr Schaden. Dann noch den Phantom Strike, Spezialattacke. Okay, jetzt nicht, jetzt hat er es blockiert. Jetzt? Dem ist er ausgewichen, der böse Hund. Und zaubert ja auch noch so Dämonenhunde herbei, aber kein Problem für mich. Man sieht es unten links an meiner Lebensregenerationsrate, die ist so hoch und meine Rüstung und Widerstände sind so hoch, dass ich einfach keinen Schaden nehme. Dieser Gegenstand zum Beispiel ist leider kein super Epic Drop, also lila, sondern ein Questgegenstand, den ich nicht mehr brauche. So, was haben wir drinnen in seiner Kugel? Hier sieht man zum Beispiel zwei Essenzen, schön zum Herz sagen, und ein seltener Gegenstand ist auch dabei. Brauche ich aber nicht mehr, der ist sicher viel zu schwach und es ist auch irgendein Stab, das ist für Magier zum Beispiel super. Ja, ansonsten ist da eigentlich nichts drinnen, kann man alles liegen lassen. Und das war zum Beispiel schon der Telkine von Akt 2. Keine Angst, wenn man auf dem gleichen Level ist wie er, ist er ein bisschen schwieriger. Aber allzu schwierig sind eigentlich nur... Ist eigentlich kein Boss, bis auf einen einzigen, würde ich fast sagen. Na, bis auf zwei. Ja, also ich würde sagen, wenn man bei dem einen Boss nicht weiß, welche Resistenz man braucht, ist man richtig am Arsch. Der ist verdammt brutal. Selbst wenn man die Resistenz dann hoch hat, ist der immer noch sehr, sehr schwer. Das ist ein ganz normaler Boss, gar nicht am Ende eines Aktes oder ein Endboss. Und der zweite ist tatsächlich der Endboss des Hauptspiels, also der Titan. Der hat es ordentlich in sich. Vor allem als Nahkämpfer hat man da mehr Probleme als Fernkämpfer oder Magier. Weil man wirklich an ihn ran muss und ja, puh. Der ist schon ein bisschen groß und stark. Aber sonst sind die Bosse keine so große Herausforderung. Es dauert nur immer ein bisschen, bis man zu einem hinkommt. Wenn man also einen farmen will, ist der Ägyptische eigentlich am schnellsten zu erreichen. Man hat es gesehen, ich war da beim Portal direkt und bin da vielleicht 2 Minuten hergelaufen. Okay, ich denke, das ist ein guter Abschluss des Videos. Ich habe keine Ahnung, was ich noch herzeigen soll, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe wirklich alles abgedeckt. Es ist einfach ein ganz klassisches, tolles Hack'n'Slay. Ich kann es jedem empfehlen, der mit dieser Art von Spiel auch nur irgendwas anfangen kann. Es gibt verdammt viele Kombinationsmöglichkeiten eben. Man kann sich entscheiden, bin ich lieber der Nahkämpfer oder lasse ich lieber meine Pets für mich arbeiten oder zauber ich lieber oder was weiß der Guckuck, ja? Bin ich lieber ein Bogenschütze, der mit Fallen und Tricks arbeitet oder. Oder bin ich lieber ein Hybrid tatsächlich. Man kann einen ganz waschechten Hybriden machen, nicht so wie ich, der eigentlich eine Nahkampfmeisterschaft und eine Supportmeisterschaft nimmt, sondern ich nehme zum Beispiel, was ist ein guter Hybrid? Kriegsführung, also ich bin ein angriffslustiger Nahkämpfer und ich nehme gleichzeitig Sturm dazu. Ich mache also gern Elementarschäden und Zauber auch noch zwischendurch. Kein Problem, ne? Sogar eine der beliebtesten Klassen ist zum Beispiel Sturm und Verteidigung. Die Klasse nennt sich dann selbst Paladin. Genau, weil der Klassenname ist übrigens auch immer aus den zwei Meisterschaften hergezaubert. Also Traum und Verteidigung gibt den Templer zum Beispiel. Traum und Angriff wird zum Beispiel den Harbinger ergeben. Harbinger heißt auf Deutsch, naja, was heißt es eigentlich? Ich weiß es nicht. Ist mir scheißegal. Ja, das war Titan Quest. Ich hoffe, ihr habt das Video halbwegs genossen. Ich bin wie immer mal wieder sehr ausgeartet und habe es in die Länge gezogen bis zum geht nicht mehr. Ich kann einfach nicht anders. Also ein kurzes Let's Show gibt es bei mir leider einfach nicht. Greift zu, die Anniversary Edition lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel sie kostet. Ich würde grob schätzen, also 20 Euro kann man dafür locker mal ausgeben. Ist ein super Spiel. Ja, schau mal, ein seltener Gegenstand in einem Knochenhaufen. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß und man will nicht aufhören, man will weiter sammeln, weiter farmen, man will noch ein Level aufsteigen, man will noch ein Skill lernen, man will noch, weiß nicht was ausprobieren. Und jetzt wo ich Skill sage, habe ich tatsächlich was vergessen. Ha ha ha. Gehen wir nochmal schnell nach, was weiß ich, Delphi weiß ich, dass einer steht, zu einem Mystiker.
die schauen dann so aus, mit der blauen Kugel über den Schädel. Und verlassene Pfade können die, jetzt befolgt werden. Bei denen kann man seine Skillpoints tatsächlich jederzeit zurücknehmen. Und zwar so viele man möchte. Allerdings nicht mehr aus dem Thermometer und wie bereits erwähnt, die Meisterschaft kann man nicht mehr widerrufen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte, ach das mache ich jetzt einfach mal, ich möchte hier den Skill ausprobieren statt dem und habe aber für beide nicht genug Skillpoints, dann kann ich herumprobieren, solange ich lustig bin und solange ich reich bin. Denn es kostet dann bis hin zu 45.000 Gold pro Skillpunkt. Am Anfang nur, ich glaube, ein paar Hunderter. Mit jedem Punkt, den man zurückholt, steigt das um ein paar Hunderter. Ja, ich bin jetzt schon beim Maximum angelangt. Ich habe schon oft herumprobiert. Was das Beste ist, auch bei den Trancen vor allem. Das sind gleich 12 Punkte, die man da herumschupft. Ja, und das kostet schon einiges. Ja. Das wollte ich nur noch herzeigen, das war's schon. Wahl getroffen. Nebenquests gibt's natürlich auch, aber da brauche ich nichts herzeigen. Das ist wie in jedem Spiel. Da hat einer ein Rufzeichen über den Kopf, den redet man an und dann kriegt man eine Nebenaufgabe, über die man im weiteren Spielverlauf dann eh stolpern wird. Alles klar. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Servus, servus.